ein kurzes Video in eigener Sache. Wenn ihr mich unterstützen wollt, folgt mir doch gerne auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch. Links dazu in der Videobeschreibung oder in der Kanalinfo. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt und aktiv seid, denn auf TikTok, Instagram gibt es immer die neuesten Informationen zu meinem Leben, natürlich. Auch zu Spielen, die ich spiele, zu Maps von Fortnite und. Auf Twitch natürlich streame ich diverse Spiele. Diese Infos dazu findet man bei mir auch immer auf TikTok und auf Instagram. Und ja, es wäre schön, wenn ihr mich dabei unterstützt und überall gerne mal ein Follow da lasst. Kostet euch natürlich überhaupt nichts. Wenn euch meine YouTube-Videos gefallen, lasst natürlich auch da gerne immer einen Daumen nach oben da und zeigt es mir, dass sie euch gefallen, dass ihr mehr davon wollt. Schreibt mir auch gerne Kommentare, ich gehe auf jeden Kommentar ein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. Söchen, wir spielen heute wieder eine Deathrun Map und zwar 150 plus Level Easy Deathrun, eine einfache Map. Wir werden uns anschauen, wie die Level sind, ob sie abwechslungsreich sind, ob sie eintönig sind. Es gibt 25 Bonus-Level. Achievements kann man ernten. Wir werden uns schauen, wie viel XP es gibt. Die Endsumme und ob es sich rendiert, die Map zu spielen, ja oder nein. Map-Code, wie man in der Videobeschreibung. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, ihr wisst Bescheid, TikTok und so weiter. Alles, alle Links in der Videobeschreibung, in der Kanalinfo. Und ich würde sagen, nicht lang schnacken, Spiel starten. Und wir werden uns anschauen, wie viel XP wir bekommen. So, Secrets kann man finden. Ihr seht, überall ist ein Häkchen. Hier drüben sind auch schon ein paar Häkchen, denn ich habe die Map schon einmal gespielt. Aber schon ewig her. Mr. Banane sitzt immer noch da. So. Zum Anfang 300 EP schon mal, ist schön, aber ich würde gerne mal wissen... Einzel-XP, 53 Einzel-XP. Jo, was soll man dazu sagen? Ich frag mich, ob ich die Achievements immer noch einsammeln kann oder nicht. Das werden wir alles herausfinden. Und ich weiß nicht, was das gerade für ein Geräusch war. Aber ich kann euch eins sagen. Die Secrets sind alle wie hier markiert. Wir farmen sie ab. Auch wenn wir schon alle haben. Sprinten kann man, also auch klettern. Das ist sehr chillig. So. Wow. Da war eine Falle. Gar nicht mitbekommen. So. Das haben wir auch schon mal erledigt. Ich muss jetzt mal rechnen. Wir kriegen aktuell nur noch 64 Level. Doch, das müsste sich eigentlich bei 150 Leveln... Nein, die unten hat er nicht ausgelöst. Ja, das rentiert sich. Ich weiß zum Beispiel, dass es für die versteckten Secrets auch XP gibt, die ich tatsächlich nicht mehr bekomme, weil ich die Secrets schon im ersten Durchlauf gefunden habe, alle. Aber das stört mich nicht. Ich kann euch sagen, das sind glaube 300 bis 500 XP, die ihr da bekommt. Bei 9 Achievements, ich gehe jetzt mal von 300 aus, das ist auch schon wieder fast 3000 XP. Ja. So. Und ihr seht, die Map ist recht einfach und easy gestrickt, also... Hier ist auch was für Anfänger. Nein, das sollte man tatsächlich nicht machen. Hier kann man auch easy so rüberspringen, indem man sich wieder hochzieht oder direkt drauf landet.
Mhm. Ja. Super Ike. Dann trickst mal halt eine Runde. So. Okay. Und hier wieder einmal kurz nach oben gucken. Also ich werde die Secrets jetzt nicht alle einsammeln. Die dürft ihr dann alle gerne einsammeln, wenn ihr wollt. Okay, das hier wird schwer werden. Hier bin ich ehrlich, habe ich im ersten Durchgang total verkackt. So, jetzt. Und hier habe ich das Level tatsächlich geskippt. Mhm. Aber hier verpasst man ehrlich gesagt auch nicht viel. Und ich habe es tatsächlich mal geschafft. Hier wäre wieder ein Secret. Was ich allerdings nicht brauche. So. Hier kann man Gold eintauschen gegen XP. Und ich habe natürlich ein bisschen Gold. Und es gibt extra XP. Man kann hier tatsächlich, wenn man gut ist, ein Level abschaffen. Und ich, das ist halt jetzt meine Herausforderung. Ich möchte mindestens ein Level up hier machen. So, hier kann man drüber klettern. Da ist dann wieder hier ein Achievement. Beziehungsweise ein Secret. Bewegliche Teile finde ich immer wieder geil. Oh, hier muss man tatsächlich ein bisschen vorsichtig sein. Nein! Oh Gott. Türchen haben wir gemacht. 183 XP jetzt für die Checkpoints. Was war denn das? Hab ich jetzt ernsthaft einen ausgelassen? Nein. Türchen. Man sollte nicht hängen bleiben, so wie manche auf ihr Leben. Man sollte, oh, dann kommt hier wieder Achievement. Oder Secret. Wie man es auch immer möchte, hier kann man ganz einfach rüberklettern. Also man muss nicht die Dinger nutzen. Jeder, der will, darf es nutzen. So. Und man sollte den Gleiter aktivieren. So. Mhm. Oh, hier kann man wieder rüberklettern. Hier sollte man nicht drüber klettern, außer man hat die Seitenfallen ausgelöst tatsächlich. Miau. Okay. Haben wir gerade so geschafft. Man sollte sich auch hochklettern, ich werde gerade von einer Essigfliege malträtiert.
passiert hier? Das ist nicht schön. Und Trimo! Los, Eva! Nein! Ich hab die Tür nicht gesehen! Oh, neues! Hier wieder Secret. Ich sammle das jetzt mal nicht ein. Weil ich das einfach nicht brauche. Rutsche! Genau. Rutsche! Schön. Wir haben wieder Münzen. Die tauschen wir wieder ein gegen Gold. Oder XP. So. Oh, hier kann man hin und her springen oder drüber klettern, wie man möchte. Und hier einfach nur klettern, klettern, klettern. Da hinten ist dann wieder Secret Room. Braucht man nicht. Also ich zumindest nicht. Keine Deckenfalle, nice, nice. Oh, aber hier kommen sie. Habe ich das eigentlich schon mal gesagt, dass ich Deckenfallen abgrundtief hasse? Der größte Fehlgriff von Fortnite. Epic Games nimmt die Scheiße raus. Da war eine Falle unter Wasser. So. Oh, hier schön nach unten gucken. Und jetzt, wo ich das sehe, das ist mir auch im ersten Durchlauf eingefallen. Ich habe die Map tatsächlich schon mal mit Darko gespielt. Ohne das aufzunehmen. Und Darko ist an den Dingern verzweifelt, weil die einfach unsichtbar sind. Weil er nicht nach unten geguckt hat. Darko, wenn du das Video siehst, schreib mal was dazu in die Kommentare. Okay. Aber nicht dazu. So. Hui. So nicht. Mhm. Also ich muss sagen, abwechslungsreich ist die Map. Wunderschön unterschiedliche Fallen. Auch wenn es einige Fallen gibt, ich abgrundtief hasse. Und ja, das meine ich todernst. Aber Level up, it's coming. Alter, 296 EP pro Level? Pro Checkpoint? Geil! Spielt die Map. Sie ist einfach, sie ist chillig und es gibt XP. Hier unten ist wieder ein Secret. Sammel ich nicht ein. Och ey, boah, ich bitte dich. Spring doch, wenn man es von dir verlangt. Meine Güte, stell dich nicht so an, Mädel. Und es tut mir leid, dass ich dich in Assassin's Creed Valhalla als Kerl gespielt habe. Aber wir werden noch einen dritten Durchgang spielen mit dem Spiel. Die Abwechslung ist hier definitiv gegeben. Nix. Nix. Secret. Weiter geht's. Hm.
Oh. Man sollte klettern. Also nicht so machen wie ich, bitte. Ich zeige euch gerne mal, wie man es nicht machen sollte. Aber man sollte hier halt immer wieder gerne mal klettern. Oder man schafft es so rüber. So, das müsste jetzt die letzte Kanone gewesen sein. Yo. Oh, das sieht geil aus. Nein! Scheiße, ich habe den Checkpoint ausgelassen. Und jetzt bin ich gestorben. Jetzt muss ich, egal, kann ich den Checkpoint gleich einsammeln. So, immer schön auf der Mittellinie fliegen. Wegen dem hier, ne? Wisst ihr Bescheid? Wir haben es geschafft. Map ist durch. Leider noch kein Level abgemacht. Schade, schade. Wie viel fehlt uns noch? Oh, 13.000 EP nochmal bekommen. Ey, wir haben doch ein Level ab. Geil. Chillig. Entspannt. Nice. Also, Map ist einfach abwechslungsreich. XP, tippitoppi. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Ansonsten... Farmfroh eher weniger, aber abwechslungsreich. Und das ist ein A und O bei 150 Leveln. Ja. Wenn euch die Map gefallen hat und das Video, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Lasst Kommentare da. Schreibt eure Map-Codes in die Kommentare oder irgendwelche Maps, die ich spielen soll und aufnehmen soll. Ansonsten, mir bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer viel Spaß beim selber Spielen der Map. Map-Code in der Videobeschreibung. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.